Hallo zusammen. Wir wollen die Wurzel aus 48 ziehen. Die Wurzel aus 48 können wir nicht ziehen, weil 48 keine Quadratzahl ist. Wir können aber die Wurzel aus 48 teilweise ziehen, partiell ziehen. Im Fachausdruck sagt man auch dazu radizieren. Wir müssen uns überlegen, welche Quadratzahl steckt in 48 drinnen. Eine Quadratzahl ist eine Zahl, aus der du die Wurzel komplett ziehen kannst. Zum Beispiel aus 4 kannst du die Wurzel ganz ziehen. Die Wurzel aus 4 ergibt 2. Steckt 4 in 48 drinnen? Ja, das geht sich aus. Somit könnten wir an und für sich 4 nehmen. Wäre richtig. Es gibt aber auch noch eine zweite Möglichkeit. Wenn du genau schaust, dann erkennst du auch die Quadratzahl 16. Steckt ja in 48 drinnen. Nämlich 3 mal 16 mal 3 ist gleich 48. Deswegen ist das die schlauere Lösung. Wir kommen schneller zu einem Ergebnis. Ist selbstverständlich richtig, wenn du 4 nimmst, dann musst du aber dann ein zweites Mal Wurzel ziehen. Das heißt, wir schauen immer die größte Möglichkeit, die sich ergibt, die nehmen wir. 16 mal 3. Es steht ja das Gleiche da. Hier steht 48 und hier steht in einem Produkt der Faktor mal Faktor. 16 mal 3 ist ja 48. Somit ist der Wert ja nicht verändert worden. Okay? Der Vorteil an der Sache ist, aus 16, wie wir ja gerade besprochen haben, können wir die Wurzel ziehen. Somit können wir 16 komplett aus der Wurzel herausnehmen. Die Wurzel aus 16 ist 4. Und die 3 bleibt in der Wurzel drinnen, weil wir aus 3 die Wurzel nicht mehr ziehen können. Das heißt, wir haben teilweise die Wurzel gezogen, partiell die Wurzel gezogen, indem wir aus der Zahl ein Produkt gemacht haben, wobei ein Faktor eine Quadratzahl ist, aus der wir die Wurzel ganz ziehen können. Wurzel 48 ist teilweise Wurzel gezogen, 4 mal Wurzel aus 3. Wieder mit dem Taschenrechner gerne überprüfen. Wurzel 48 eingeben, ausrechnen, 4 mal Wurzel 3 ausrechnen und dann beide Ergebnisse miteinander vergleichen. Alles klar?